Ahoi Leute, wir sind wieder in Zelda unterwegs, Episode 2, es geht weiter. Wohin wollen wir? Wir wollen in Richtung des Markers, den wir gesetzt haben, weil uns irgendeine komische Stimme aufgefordert hat, sie zu finden. Irgendwie sowas. Oh, wir können die Schie... Sag bloß, es geht. Nein! Noch mehr sind da leider nicht, ne? Hey, warum kann ich den nicht schieben? Also halb, ne? Okay, ich lasse dich mal in Ruhe. Mal gucken, ob die uns was Geiles gedroppt haben. An der Stelle wollte ich sowieso mal gucken, ob wir irgendwie unendlich viel aufnehmen können. Oder ob wir irgendwie ein Tragelimit haben. Ich schätze, das Limit ist einfach das Inventar. Die Größe von dem Inventar. Ja, das macht Sinn. So, sein Horn, sein Stock. Und noch ein Stock. Und noch ein Horn. Wunderbar. Ist hier irgendwas Interessantes, was ich so sehe? Ach, warte, wir sind schon da. Oh. Warte, müssen wir hier hin? Ich habe ja nicht mehr so ganz genau gewusst, wohin wir müssen. Ich habe aber da markiert, ich schätze, wir müssen da rein. Aber ich will da erstmal nachgucken, ob da was Cooles ist. Aber ich will den Frosch fangen. Wo ist der Frosch? Ich sehe den Frosch nicht mehr. Okay, Waffe wechseln. Stock. Oh yeah, Stock. Deine Rute. Ach, warte mal, die Waffen gehen ja schnell kaputt, Holy shit! Okay. Das sah ziemlich fucking cool aus. Reiseschwert! Unser erstes Schwert. Diese Art Schwert ist ganz in Hyrule, bla 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 bla. Oh, ein Schild. Okay. Hey, das ist cool. Wir haben ein fucking Schild. Okay, Schwert ausrüsten. Ich glaube, die Zahl drunter heißt, wie viel Angriff die haben. Oh, das fühlt sich schon sehr viel mehr wie Zelda an. Hier können wir was machen. Bitte Shika-Stein einsetzen. Ausnahmsweise. Aber wenn ich den nicht wieder zurückbekomme, tick ich aus. Ja, und jetzt? Shika-Stein erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Oh oh. HD-Rumble. Ah, meine Hände. Orgasmus. Okay, ich glaube, wir mussten dahin. Ich glaube, ich war richtig. Holy shit. Also, ich kann nicht sagen, dass ich das erwartet hätte. Ach, da ist eine Mauer komplett außen rum. Oh, da ist Schnee. Warte, es gibt mehrere Türme? Da ist einer in der Nähe von der Kirche gewesen. Geil. Für was sind die Türme da? Ah, wir sind jetzt auf einem drauf. Oh, okay. Juhu. Und wie kommen wir da runter? Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. Hightech, ich sehe schon. Jizz. Der Freudentropfen. Sehen wir jetzt alle Türme? Ach so.
Wir haben jetzt eine gescheite Karte. Okay. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall, weil die Karte hat mir nicht viel gesagt. An was? Erinnere dich. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, du. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Ich war müde. Ich sag's Wenn mal so. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Okay. Das sieht funny aus. Jetzt geh. Ist das der Endboss? Nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Ja, aber mit was? Beeile dich. Sie spricht in Rätseln. Frauen. Die ferne Stimme geschafft. Alter, diese Aussicht hier ist der Oberhammer. So, hier oben ist, schätze ich, nichts mehr. Kann es sein, dass jeder hier... Nee, warte mal. Da ist nur ein blauer Punkt, aber ich glaube, da vorne ist dann der nächste Turm. Wenn wir da hingehen sollten, müssten tun sein. Ist das ein Fahrstuhl oder soll ich da runterspringen? Ich glaube, ich kann da gefahrenlos runterspringen. Ach, und hochklettern? Ah, okay. Langsam. Aber stetig. High Quality Gameplay. Hey, alter perverser Mann. Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Keine Ahnung, du. Ich verstehe schon. Das ist bedauerlich. Ja, und du kannst mir nicht helfen oder so? Nein? Aber dieses unheilvolle Wabern... Was zur Hölle ist Wabern? Rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Nö, nicht wirklich, nö. Wir nennen es... Die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her. Da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Und du? Du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Dazu sage ich mal nichts. Du willst zum Schloss, auch wenn du schweigst, deine Augen verraten es mir. Was ist, wenn ich's nicht will, Bitch? Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Ja, ich sehe es. Sieht irgendwie schlossartig aus, aber... Keine Ahnung. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Oder klettert wieder hoch. Aha. Wenn man allerdings, wie ich, ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Gib es mir. Ho, ho, ho. Na gut. Hä, echt, warte, so einfach war das? Aber nur unter einer Bedingung. Nein, du ziehst die Hose nicht runter. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Ich besorg dir nichts. Eine vergessene Welt. Neues Hauptziel. Tagebuch, alles klar. Das machen wir. Nach dem Abstieg, bla bla bla, Verheerung, bla bla bla. Bla 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 bla. Alles klar. Folge mir.
Und wohin dann gehen wir oder so? Und kannst du rennen? Bitte? Bitte renne. Bleib nicht einfach stehen. Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt. Ja, also Schrein würde ich das jetzt nicht nennen. Eher so glühenden Stein, aber pff. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. Ja, läuft bei dem Schrein. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Natürlich, leuchtet, da ist ein Schatz. Du willst mein Parasegel haben oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Eine Faust in dein scheiß Gesicht, Bitch. Auf in neue Abenteuer. Di-da-di-da-da. Renn. Danke. Ist was im Wasser? Sieht ja nämlich so aus, als wäre da vorne irgendwas, aber wir schauen uns das gleich mal von oben an. Das ist vielleicht ein bisschen schlauer. Bringt uns dieser Stein was? Komm. Au, oh, okay, der ist ein bisschen schwer. So stark sind wir noch nicht. Das geht auch nicht ins Wasser. Alles klar. Okay, da ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Ma-Ono-Schrein. Ma-Ono? Yoko Ono? Was für ein Ono? Oh Gott, ist das der Eingang für irgendeinen Dungeon? Warum habe ich das Gefühl? So, das schreit ja nach Speichern. So ein Eingang zu einem Dungeon. So. Ja, ja, hier meine Scheißkarte. Schickerstein erkannt. Gibt's noch andere, dass man den nicht erkennen kann, oder? Motherfucker. Oh, Teleportziel. Dann muss es ja ein ziemlich wichtiger Ort sein, dass man dahin teleportieren kann. Geil. Geil, also geil sieht das aus. Also, ich finde, da kann man nichts sagen. Erstmal Aufzug. Steine hochheben. Manchmal verstecken sich unter Steinen kleine Tiere. Interessant zu wissen. Herzen, bla 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 bla. Nahrung, ja ja. Noch mehr Tipps? Nein? Okay. Sorry. Heute nicht. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ma-Ono. Im Namen der Göttin Hylia. Sollst du geprüft werden. Bitte nicht in meinen Arsch. Magnetismus. Ma-Ono-Schrein. Also geht's wahrscheinlich um Magnetismus. So, mal sehen. Ich schätze, hier aktiviert man das. Es lebt! Datenübertragung. Was wollen die mir da wieder draufballern? Nicht noch ein Freudentropfen. Ekelhaft. Module. Magnetmodul. Lässt dich metallene Objekte bewegen. Erfasst der Magnetstrahl ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umher bewegen. Ja, das klingt funny. Ich weiß zwar nicht jetzt, was es noch so gibt, aber... Okay, mit L1. Holy shit! Okay, das ist funny. Das ist fucking funny. Können wir uns selber hochheben? Warte mal, okay. Warte, erfassen. Und dann... Oh, holy shit! Okay, das ist sowas von fucking cool. Das ist sowas von motherfucking cool. Können wir es nach oben heben?
oder über das Käfigding. Vielleicht brauchen wir das noch. Deswegen nehme ich es mal so halb mit. So, da wohnst du jetzt. Wenn wir das andere brauchen, nehme ich es dann mit. Okay, da ist noch eins. Oder ist es das? Ach, das war das. Warte mal, habe ich das aus Versehen dahin geworfen? Ja, upsi. So, was könnten wir noch gebrauchen? Wir müssen da irgendwo hoch. Alles klar. So, du bleibst erstmal da liegen. Ja. Ulala. Was? Ja, das hat doch gut geklappt, würde ich sagen. Da ist ein Gegner. Und er schießt. Okay, wie benutze ich unseren Bogen? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Müssen wir den ausrüsten? Ach, fuck it. Wir haben unser Schwert. Ach, warte mal. Können wir den nicht... Alter. Okay, dann brauchen wir keinen Bogen. So stark war der jetzt auch nicht. Ich schätze, gleich müssen wir da hoch. Aber an der Stelle beende ich mal total Cliffhanger-mäßig die Episode und es geht sofort weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst,